So, jetzt kommen wir wieder etwas zu praktischen Aufgaben. Wir fangen also wieder richtig an zu rechnen. Und als erstes, wie gesagt, wollen wir den größten gemeinsamen Teiler für einige Zahlen einfach mal richtig ermitteln. Ich schreibe das auch so auf, Berechnung des größten gemeinsamen Teilers. Und ich wähle mal Zahlen 966, 910, 462. Das sind also bewusst bei Zahlen gewählt, bei denen es nicht sofort möglich ist, den gemeinsamen Teiler im Kopf zu ermitteln. So, dass man mal an einigen Beispielen einen solchen regulären Weg durcharbeitet. So, wir wollen jetzt für diese drei Zahlen den größten gemeinsamen Teiler ermitteln. Wir müssten jetzt erstmal überlegen, welche Teiler hier enthalten sind. Wir sehen, es ist eine gerade Zahl, also es ist mit Sicherheit die 2. Aufgrund unserer Kenntnisse unserer Teilbarkeitsregeln, die ja jetzt eigentlich immer ganz still und leise verwendet werden sollten, sehen wir, wenn wir die Quersumme bilden, 9 plus 6 plus 6, dass eine durch 3 teilbare Zahl entsteht. Also ist auch 3 ein Teiler von der 966. Jetzt müsste man noch ein bisschen überlegen, welche Zahl da noch so in Frage kommt. Du siehst, es ist vielleicht nicht gleich. Es ist aber mit Sicherheit die 7. Und es ist auch die 23. Ich komme dir da mal entgegen. Ich habe dir die Arbeit schon ein bisschen abgenommen. Außerdem geht es jetzt nicht darum, jetzt, dass wir uns hier verstricken in Finden der einzelnen Faktoren, sondern wir wollen auf den Kern kommen, nämlich Bilden des größten gemeinsamen Teilers. Entsprechend gehen wir jetzt mal bei der Zahl 910 vor. Wir werden feststellen, es ist eine gerade Zahl. Es ist die 2 als Faktor enthalten. Teilbarkeitsregel wieder mal, die Zahl endet auf 0, also ist mit Sicherheit auch die 5 als Faktor drin. Die 7 ist es ebenfalls und ganz zum Schluss noch die 13. Zur 462 wäre zu sagen, wiederum gerade Zahl, dann könntest du wieder die Quersumme bilden, würdest du auf 12 kommen, also ist es auch die 3, die 7 und die 11. So, bilden wir den größten gemeinsamen Teiler von diesen Zahlen. Also größter gemeinsame Teiler von 966, 910 und 462. Du stellst fest, gemeinsamer Teiler ist jeweils die 2 und gemeinsamer Teiler ist jeweils die 7 für alle dieser drei Zahlen. Wenn auch die 3 hier zweimal vorkommt, sie ist es aber nicht bei der 910, also können wir jetzt bei der Aufgabenstellung für diese drei Zahlen den größten gemeinsamen Teiler zu ermitteln, diese nicht verwenden. Also jeweils die 2 und die 7 und das gehen wir dann auch entsprechend an. 2 mal 7, also größter gemeinsamer Teiler ist die 14. Vielleicht mal noch ein zweites Beispiel, um das etwas zu festigen. Wir nehmen, also das wäre Beispiel 1, Beispiel 2, 180, 396, 168 als vorgegebene Zahlen an und von denen möchten wir jetzt den größten gemeinsamen Teiler ermitteln. Ich gebe dir jetzt auch einfach mal ein paar Sekunden Bedenkzeit, versuche mal genauso vorzugehen und versuche auch schon, soweit es dir gelingt und soweit es möglich ist, die einfachsten Teilbarkeitsregeln immer im Kopf mit anzuwenden. Ich meine das so wie hier gerade Zahl, Quersumme, auf Null endend, solche Dinge einfach mit zu nutzen, um die Teilbarkeitsregeln zum Beispiel für die 2, die 3, die 5, die 10, das sind so die am häufigsten, die man sich auch am leichtesten einprägt, hier anzuwenden.
Nur probiere das mal. Ich schreibe dir anschließend sofort die Fakturen auf, sodass du vergleichen kannst. So, wenn du das richtig gemacht hast, wirst du feststellen, 2 mal 2 mal 3 mal 5 für die 180. Die 396 wirst du zerlegt haben in 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal 11. Und die 168 in 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 7. Ziel ist, den größten gemeinsamen Teiler zu ermitteln. Und wenn du jetzt dir diese Sache überlegst, ich habe es jetzt nicht sehr schön untereinander geschrieben, da musst du das einmal feststellen, diese zwei sind jeweils Bestandteil des größten gemeinsamen Teilers. Und dann haben alle drei Zahlen den Faktor 3 gemeinsam. Also müsste ich das jetzt vielleicht mal so fabrizieren. Das sieht nicht schön aus, aber es funktioniert. So, größte gemeinsame Teiler wäre also 2 mal 2 mal 3. Jede hat die 2 mal 2 mal 2 und jeweils die 3. So, das könnte ich ausrechnen. 2 mal 2 ist 4 mal 3, wäre also 12 als gemeinsamer Teiler. Was aber hier vielleicht schon sehr naheliegend ist, wir wollen ja das nur als Zwischenschritt betrachten, dass ich auch hier schon eine andere Schreibweise anwenden könnte. Die sogenannte Potenzschreibweise für diese einzelnen Faktoren. Ich könnte zum Beispiel in dieser Zeile schon schreiben, 2 hoch. Das ist als Potenz geschrieben, die Basis ist 2 und ich zähle diese 2 zweimal als Faktor, also 2 hoch 2. Denn 2 mal 2 ergibt 4 und 2 hoch 2 das gleiche. So, mal 3 mal 5. In der nächsten Zeile könnte ich auch die Potenzschreibweise verwenden. Ich habe 2 mal den Faktor 2, also kommt der Exponent 2 in Frage, mal 3. Und diese Basis habe ich auch 2 mal als Faktor, also kann ich schreiben 3 hoch 2 mal 11. So, in der dritten Zeile, ich habe den Faktor 2 dreimal als Faktor stehen, also 2 hoch 3 mal 3 mal 7. So, das wäre also eine Schreibweise, die in Zukunft eine etwas größere Rolle spielen wird, vor allen Dingen gleich im Anschluss bei der Ermittlung des kleinsten gemeinsamen Vielfachens. Ich finde auch, diese Schreibweise ist einfach übersichtlicher. Du kennst sie sicher aus dem normalen Mathematikunterricht und es ist sinnvoll, sich sehr schnell wieder auf diese Schreibweise einzustellen. Das könnte man teilweise im Kopf machen, wenn es dir aber nicht gelingt, ist es nicht abwegig, das jedes Mal in einer solchen ausführlichen Schreibweise bei etwas größeren Zahlen zu machen. Sind die Zahlen einfach und kleiner und du siehst das sofort, machst du es sowieso nicht in dieser Form.